Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Der Blitz packt aus. Jawohl, es wird mal langsam wieder Zeit, denn ich kann mich hier kaum noch bewegen zu Hause. Es sammeln sich so viele Überraschungsboxen an, so kann das nicht weitergehen. Anfangen wollen wir diese, sage ich mal, Unboxing-Extravaganza mit der aktuellen, ja, ich glaube, das ist immer noch die aktuelle Loot-Chest. Und ich sag gleich vorweg, ohne zu wissen, was da drin ist, ich habe ganz, ganz viel Liebe in meinem Herzen für die Jungs und Mädels von Loot Chest. Warum? Ich kann auch mal anatomisch korrektes Herz machen. Weil, seien wir ganz ehrlich, ohne die hätte es ja die Sendung Panels auf Rocket Beans TV, also das Comic-Format, an dem ich beteiligt war, niemals gegeben. Deswegen, ja gut, es ist leider Gottes vorbei, aber da können die ja nichts für. Ne? Das hat ja andere Gründe. Deswegen hier nochmal, ich versuche das gar nicht erst nochmal. Liebe, ganz viel Liebe. So, jetzt wollen wir mal schauen, ob hier auch ganz viel Liebe drin ist. Ihr kennt das Konzept, Überraschungsboxen kann man abonnieren, kann man sich auch einmalig monatlich bestellen. Wenn man die Loot-Chest, die aus deutschen Landen kommt, einmalig abonniert, also für einen Monat sich schicken lässt, das ist ja dann im Grunde kein Abo, also. Denn sie kostet das 24,95 inklusive Versandkosten, also die sind quasi versandkostenfrei. Wenn man ein 3-Monats-Abo oder noch länger abschließt, dann wird natürlich das Ganze günstiger. Also pro Box wird es dann immer günstiger. Das lohnt sich denn dann schon, wenn man sowieso der Meinung ist, dass man mehr haben will. So, und deswegen wollen wir ja mal reinschauen, ne? Ich weiß gar nicht, dann schieben wir das mal hier so. Oh, guck mal an. Kann das noch ein kleines bisschen. So, als erstes das Spickheft. Da steht drin, was man alles so diesen Monat hier drin findet. Da gucken wir natürlich erstmal nicht rein. Wir versuchen erstmal selbst zu entschlüsseln, was hier drin ist. Weil, ha, Schlüssel. Ja, ey, ein Brüller nach dem anderen wird hier rausgehauen. Ein Keychain, ein Schlüsselanhänger in Form eines Hoverboards von Back to the Future. Zurück in die Zukunft. Das, ja, kann man das da sehen? Spiegelverkehrt. Clever. Ganz clever gemacht. Und ich stelle gerade fest, weil das grün ist, geht das auch mit meinem Greenscreen. Es bedarf so wenig, einen Menschen glücklich zu machen. Okay, das finde ich schon mal sehr witzig. Ich meine, wir sind ja alle Fans von Zurück in die Zukunft. Und wir haben das ja gerade mitbekommen, die Cubs haben ja gerade gewonnen in Amerika ganz groß. Und das war ja eigentlich so seit 28 Jahren, glaube ich, das erste Mal. Und das war ja im Zurück in die Zukunft tatsächlich auch angedroht, dass die mal gewinnen würden. So, als nächstes, alter Falter, okay, das ist, achso, da brauche ich gar nicht großartig auspacken, das sieht man sehr schön da. Ein Bobblehead von Scorpion aus Mortal Kombat X. Okay, Metzko Toys, weil ich kenne das ja ganz oft, dass in diesen Überraschungsboxen diese Funko Toys drin sind, also Funko Pop Vinylfiguren. Das habe ich selten bisher erlebt, dass so einer da drin ist, ne, so ein Metzko. Aber das ist natürlich ganz witzig. Ich meine, ich sag wie es ist. Mortal Kombat habe ich nie wirklich großartig gespielt. Aber ein Bobblehead kann man ja immer auf die Hudablage packen. Oder irgendwann mal verlosen vielleicht, ne? Aber das ist ja schon mal ein ganz gewaltiges Ding, muss man sagen. Es hätte wohl auch noch Sub-Zero gegeben. Aber wir müssen uns mit Scorpion abfinden. Na gut. Okay. Bernhard. Das mit dem Spiegeln, das muss ich mir nochmal überlegen hier. Bernhard Hennen, Wolfsträume. Da kann man das besser sehen. Eine exklusive Leseprobe aus dem Piper Verlag. Okay, das ist natürlich auch witzig. Sowas habe ich noch nie erlebt, irgendwie in Überraschungsboxen. Das wäre natürlich jetzt mehr was für den Buchclub und die liebe Belle gewesen als für mich. Weil Bücher lese ich ja so gut wie gar nicht. Ne? Wer hat schon Zeit, Bücher zu lesen? Ich schaffe das ja kaum, meine Comics zu lesen. Aber das finde ich grundsätzlich eine witzige Idee, so eine Leseprobe hier drin zu haben, um mal zu gucken, ob das was für einen ist. Das kann man machen. Oh, da unten sehe ich schon, das ist so ein Wackelbild. Aber gucken wir es mal weiter. Ein lufterfrischer Batman. Ich bin wirklich gespannt, wonach der riechen wird, weil, seien wir ganz ehrlich, was erwartet man? Sie riecht wie Fledermauskacke oder so. Was weiß ich, steht hier irgendwas? Enthält Duftöle, Duftanhänger nur frei hängen. Ja, ist alles klar. Nee, steht hier nicht. Keine Haut. Duft Orange. Okay, den Zusammenhang sehe ich nicht wirklich, aber nach Handkontakt bitte Hände gründlich waschen. Okay. Okay, kann man machen. Okay, das ist. Der Bonbon ist gelutscht, um es mal so auszudrücken. Ein Brain Pop Lolli.
Das ist ja auch immer ganz nett, sowas dazwischen zu haben. Ich bin nur immer unschlüssig, weil die Sachen ja aus Amerika kommen. Also sieht man ja Brain Pop. Ich habe sowas selten bisher gesehen bei uns. Aber ich suche auch selten nach Lutschbonbons, muss ich zugeben. Ich bin ja mehr so ein Schokomensch. Lolli und Gum Sander, also das ist tatsächlich dann ein Kaugummi in der Mitte. Da traue ich mich jetzt noch nicht ran, weil das ist ja total unprofessionell auf einem Video, denn währenddessen zu essen. Ne? Das macht man ja eigentlich nicht. Was haben wir hier jetzt Feines? Noch ein Bobblehead, aber in super winzig von den Avengers. Ja, wird das auch nochmal scharf, das Bild? Anscheinend nicht. Age of Ultron, da gibt es wahrscheinlich elendig viele. Oha, ja. Ja, ihr kennt das. Ich packe tatsächlich einfach aus. Ich versuche es zumindest. Weil das wollen wir dann nur wissen. Weil das Schöne an solchen Sachen... Tut mir leid, dass das hier so knispert und knuspert. Oh, wie geht der Junge mit den Sachen um, wenn jetzt die Sammler sagen. So, jetzt knistert das da hinten ein bisschen so an der Seite. Nee, ich muss ganz klar sagen, bei solchen Sachen, gerade bei diesen kleinen Sachen, die da ab und zu drin sind, ist halt wirklich das Thema... Ich kriege ja sowieso nicht die restlichen. Obwohl, Lootchest hat jetzt gerade den Loot Store aufgemacht. Also wirklich ein Ladengeschäft. Vielleicht kann man die dann da kaufen. Aber ansonsten kenne ich das meistens so, wenn denn solche Blindbox-Figuren irgendwo drin sind, dass man ja sowieso eigentlich nicht die Möglichkeit hat, die nochmal irgendwo so zu kaufen. Weil die kommen ja meistens aus Amerika. Und da mag das ja, was weiß ich, beim Toys R Us irgendwo an der Kasse stehen oder so. Aber wo willst du die bei uns noch bekommen, ne? Deswegen steht dann ja so, ah super, 12 verschiedene Figuren. Ja, toll. Wo kriege ich die her? Da... Es wäre natürlich jetzt geil gewesen, wenn der Hulkbuster drin gewesen wäre. Das finde ich immer ganz... Aber nein, so viel Glück haben wir, glaube ich, nicht. Vision! Da wackelt was. Ja, das kann man machen, muss man nicht. Und es hätte noch... Ja, Iron Man in mehreren Ausführungen gegeben. Hulk hätte ich auch gerne gehabt, muss ich sagen. Nick Fury jetzt nicht so, aber naja. Nee, okay. Wie gesagt, finde ich irgendwie schon witzig, so eine Kleinigkeiten. Aber man hat immer das Problem, wo kriegt man die restlichen her, wenn man die haben will. So, das T-Shirt habe ich mir die ganze Zeit aufbewahrt für zuletzt. Das mache ich jetzt auch weiterhin für zuletzt. Und hier haben wir... Na? So ein Wackelbild. Lentecular oder sowas nennt sich das ja, ne? Also so eine Art 3D-Bild. Ja, Wackelbild, sag ich immer dazu. Ich glaube, Lentecular oder sowas heißt das. Der Clown Prince of Crime. Ja, Suicide Squad. Werde ich vielleicht mal irgendwann Worte zu verlieren, wenn das Ding denn auf Datenträger rauskommt, weil dann habe ich möglicherweise auch noch was zu verlosen dazu. Weil ich eigentlich gehofft hatte, dass der Film besser ist, als er ist. Und dann dachte ich mir, drehe ich mal eine Folge geblitzt und erzähle euch ganz viel dazu. Und dann verlose ich da was Schönes. Und dann kam der Film in die Kinos und ich habe ihn gesehen. Und ja, dann war die Lust dazu, was zu machen und zu verlosen, irgendwie raus. Naja, hast mal mit. Schwapp. So, T-Shirt. Oh, das ist ein Ghostbusters-T-Shirt. Kann man das sehen? Und das war Vision. Who you gonna call? Spangler Stance McMahon. Problems with the paranormal. Ancient Deity won't stay put. Ja, das finde ich cool. Ich mag ja solche T-Shirts, die so ein bisschen, sag ich mal, nerdig angehaucht sind, aber nicht explizit das so kundtun, worum es denn eigentlich geht. Und das, finde ich, ist, sag ich mal, mysteriös genug, um interessant zu sein, denn tatsächlich. Ja, also das ist doch eine ganz gute Zusammenstellung und es ist auch, wie bestellt, kleinste Größe Elefanten. Ja, das ist doch eigentlich ganz witzig gewesen, was da bisher drin ist. Und ich muss sagen, ich habe schon lange keine mehr vor laufender Kamera ausgepackt. Und es macht eigentlich irgendwie immer wieder Laune. Also tatsächlich sozusagen so, ey ja, da sind aber witzige Sachen drin. So, den Lutscher werde ich mir jetzt gleich mal zu Gemüte führen. Da geht noch einiges, Ladies. Der Batman-Lufterfrischer. Ja, diese Leseprobe werde ich wahrscheinlich niemals lesen.
Den Keychain, den kann man auf alle Fälle anständig verwenden, denke ich mal. Und was man halt nicht so gut sah gerade eben, das sind halt wirklich hier so die Farben, die mein Greenscreen dann abnimmt. Und wir können, wo wir gerade dabei sind, weil wir lassen uns ja durch sowas nicht aufhalten, auch noch den auspacken. Kleiner Moment, gleich bobbelt das hier. Oh ja, guck, und der geht sogar rückstandslos auf. Guck, so liebe ich mir das. So müssen Aufkleber sein, dass man die einfach abmachen kann, ohne dass es da irgendwelche Rückstände gibt. Und wenn der Karton kaputt geht, hat man selber Schuld gehabt, weil man... Oh. Nee, ne? Doch, so. Das hatte ich jetzt gar nicht so mitbekommen, dass das Unterteil das Symbol ist. Oh ja, die frische Brise, Actionfiguren gerade ausgepackt, das Plastik. Oh ja, oh, da, meine Güte, da kriege ich gleich. Ich bin ganz anders mit mir dabei. Oh, da hat er die Spikes. Und das war das. Oder auch nicht. Da ist auch ein Loch, oder nicht? So. So. Ja, das ist doch auch nicht schlecht. Da bobbelt was. So kann man ihn besser sehen. Jetzt können wir noch mal nachlesen, ob wir das alles richtig vorgelesen haben. Hier wollen Sie, Junge. Lufterfrischender, ja. Ne? Ghostbusters T-Shirt, Mortal Kombat Wackelkopf. Haben wir alles richtig erkannt. Schlüsselanhänger, das Hoverboard. Oh, guck, das wäre zum Beispiel interessant gewesen. Man hätte auch, kann man das sehen? Man hätte auch das Nummernschild kriegen können. Aber gut, beim nächsten Mal dann vielleicht. Das Poster, ja, die Avengers Funko Mystery Minis. Und die Leseprobe und ein Brain Pop. Ja, alles drin, alles erkannt. Hier sieht man auch schön, ein Bild von dem Store. Wenn das nicht so weit weg wäre, würde ich da ja mal hinfahren und mir das angucken. Aber vielleicht schafft ihr das ja, euch den Laden mal anzugucken. Ich werde auf alle Fälle das Ganze mal verlinken in der Videobeschreibung und mich dann jetzt an die nächste Box machen, die es auszupacken gilt, weil da liegt noch ein bisschen was. In diesem Sinne, der Blitz hat euch lieb und schaltet auch nächstes Mal wieder ein, wenn es heißt, der Blitz packt aus. Achso, warte mal. Weitermachen, sage ich ja immer noch. Was mache ich denn hier?